Herzlich willkommen, ich bin Fraser. Nathan hat gerade hier seinen kleinen LC. Speedlauf und so alles seht ihr nachher noch. Ja, wir legen jetzt mal hier los. Jetzt seht ihr erstmal hier einen Armer, der fliegen will. Und das ist nur ein Sprung. Gleich kommen noch zwei ordentliche. Glaub ich nicht. Okay, jetzt ist er kaputt. Das war aber auch zu erwarten. Wir haben übelst krasseste Sprünge der bis hierhin ungefähr. Das sind locker, keine Ahnung, wie viele Meter. Ja, ne? So, jetzt übergebe ich mal kurz die Kamera, weil Nathan jetzt hier den LC filmt von mir. 3S Lipo, Standardmotor, Standardregler bei ihm verbaut. Also ganz normal, so wie er aus dem Karton rauskommt, ne? Anders wie bei mir. Okay, geht los? Yo, lass knacken. Alter. Dann mehr. Nochmal, er fährt noch. Er fährt noch, ja. Komm, ich kann über das Kreisgelände noch mehr Gas nehmen. Glück ab. Geht aber noch, geht auch. Kann man noch mal. Ey, hör auf mal, den immer dumm gegen eine Wand zu werfen. Ach so. Ja, Moment. Ja, macht ihr keine mit, ne? Ohne Probleme, ey. Die Autos halten das aus. Das ist Wahnsinn. Und guckt euch das an, wie viele Meter sind die hier? Also das ist echt Wahnsinn. Das sind doch locker 20, 30 Meter. Wie 20 Meter auf jeden Fall. Und guck mal, das Einzige, was an dem Auto ist, und zwar ist mir gerade eben noch aufgefallen, die Welle hat hier zwar einen Ditcher, aber das kam, weil ich da vorne gegen den Kantstein gefahren bin. Ja, ja, das kannst du haben. Ja. Aber ist halt letzten Endes vollkommen Lachs. Ja. Das sind so geile Autos. Ich finde, der ist eigentlich ganz gut, macht einiges mit. Alles. Und guckt euch das an, ey, und guckt euch diesen Sprung an. Und jetzt kommt da noch einer. Wir machen gleich nochmal einen Sprung. Ich will noch einen machen. So. Kommt jetzt mein Armer. Guck mal, ein Armer kommt nicht so weit. Nee, bisschen schwerer. Ja. Wir können ja mal vielleicht Steve fragen, ob er Bock hat. Mach nochmal. Lass knacken. Hey, und ich bring heute nicht kopflos. Doch, Mann, ey. Einer geht noch. Guckt euch das an, da ist er gelandet, ey. Zieht euch mal von dem Auto, geht mal zur Rampe, ey. Guckt euch mal diesen riesen... Ich zähl das mal an, ich zähl mal an. Ihr seht das, ey. Kann er überhaupt so lange zählen, also... 22! Na, da stehen sie zusammen. Unsere kleine Flotte. Heute auch richtig geiler Tag hier. Leute, alle cool drauf. Alles super. Geil. C-Racing nochmal im Test, im Speed-Test. Wir haben jetzt einen NIM-Akku drin. Hier ist der Logger. Kann man sehen? Jo. Okay, 6 km/h. Ich schieb den jetzt hier rein. Zack. Und dann fahren wir mal. Guck mal, was der NIM-Akku leistet. So. Ja, das ist schon ausgefahren. Dreh jetzt da vorne. Das ist jetzt, wie gesagt, der NIM-Akku, der da mit bei ist. Fahren wir einmal vorbei, weil es so cool aussieht. Und gucken wir uns den Logger mal an. Was schätzt du? 30, okay. Maximal. Ich sag 27, so 28 vielleicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schnell ist. Ich hole den mal hierher. Hol den Logger mal raus. Oha, okay, wir haben uns beide übelst verschätzt. Ja, wie sehen wir das am besten? Da. Kann man sehen? 40, ja, 41,6. So. Das war der NIM. Jetzt machen wir 2S rein. So Leute, jetzt ist 2S drin. Der Logger ist auf 0,0. Ach nee, warte mal. Doch. Okay, 0,0. Einmal reinschieben, genau. Und? Jawohl, mach.
ist jetzt 2S. Die Karre geht jetzt schon deutlich besser. Man merkt auf jeden Fall einen Unterschied zwischen den. Ich muss mal kurz gucken. Okay, hinter uns ist nichts. Ich zieh durch. Alter, die Karre geht schon deutlich besser ab. Und nochmal zurück. So. 2S. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Was sagst du? 60. 56,9. Jo. Okay, nice. So, 00, 3S, Leute. Und hier muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Das ist ein bisschen schwieriger mit dem, weil der geht übelst ab. Und ich denke nicht, dass der eng ein Wheelie mithalten kann oder Rally. Das ist was ganz anderes, ey. So. Jetzt gucken wir mal. 3S, wie gesagt, Leute. Und 3S waren hier 82,6 km/h. Ist drauf? Ja, Leute, da habt ihr das. Alle drei Lipo, also nimm Akku 40, 2S waren 60 und 3S sind 82. Also das ist nochmal eine ordentliche Hausnummer. Dieser Deckel, ne? Der ist jetzt. Ja, so, jetzt haben wir hier was richtig Spannendes. Wir wollen natürlich sehen, wie es verschellt. Nein, Spaß. Doch, ich auch. So. Wow, ist schon gut. Wow, das war nicht schlecht. Und nochmal. Oh, doch. Das war jetzt nur 2. Okay, und 3S geht auch noch. Ja, das, den habe ich noch da. Okay, war das jetzt wirklich voll durch? Das war voll durch, ja. Was meinst du? Ich weiß nicht, 70? Ich sag 65. Und du? 65. Ich hab zwar nicht hingeguckt, aber 75? Das war ein Ziel, das war voll geil. Trim, ne? Ja. Ja, mach mal. So, okay, dann machen wir mal. So, BES. Oh. Will nicht. Auf 4S. Und jetzt aber. Okay, schauen wir mal. Nicht fahrbar. Nicht fahrbar. Nicht fahrbar. Nicht fahrbar. 61. Nee, das war noch nicht mal ansatzvoll so voll Gas. Okay, dann willst du noch mal? Ja. Okay. Ich hab voll Gas, nach der. Kontrolliert. So. Okay. Ich schätze auch wieder so 75, 70 so. Wollte noch die Bremse einstellen. Oder vielleicht doch 80. Na, schauen wir mal. Bin ich mal gespannt. Und? 70. Ah. Okay. Auf 4S. 4S. Ich gehe auf die andere Seite. Ja, ich muss auch. Ist für mich sicherer. Ich kicke die Bahn erstmal weg. Das machen wir bei Mach dem mal. Video dann, ja? Mach mal. Tschüss, 79. Nee, das ist jetzt deine Nummer nur. Nein, du weißt ganz genau, dass er genauso schnell ist wie meiner. 79. War da jetzt voller Akku drin? So, geh los. Hört sich böse an. Hört sich echt böse an. Schneller. Aber geht schneller. Das war schnell. Wie? Durch? Da hat jemand Angst gehabt.
Komm. Das hört sich an wie so ein Truck oder so ein Zug oder so, der da angerollt kommt. Das hört sich einfach nur Monstertronic-mäßig an. Ja, Monstertronic, ne? Monstertronic. Natürlich. Okay, wollen wir mal gucken? Ja, 77. Langsamer. Ja, Lipo ist auch komischerweise, wir wissen nicht wie, hat sich gestaucht und da ist jetzt eine Beule. Das heißt, der Lipo ist nicht mehr brauchbar. Der ist, das ist vielleicht schwer zu erkennen, aber der ist komplett gestaucht. Kommt, weil der LC Racing mit ungefähr 80 Sachen auf 3S gegen Kanstein frontal aufgeknallt ist, weil das Lenkservo plötzlich ausgefallen ist und leider die Rampe damit verfehlt hat. Hier mal kurz einen Ausschnitt. Ja, da habt ihr den Ausschnitt gesehen, übelste Nummer. Und ja, dabei hat sich hier der Lipo, ihr könnt das schlecht sehen, da vorne normal dicke und da ist so eine Beule. Wir jagen den jetzt hoch. Hier übergebe mal die Kamera. Und wir werden mal gucken, ob die aktuellen Lipos heutzutage noch flammen. Geht los, wir hauen durch. Jetzt, er kommt. Er wird immer dicker, Radar, komm lieber ein bisschen weiter weg, kannst du ranzoomen. Er wird immer dicker, er wird immer dicker. Keine Rauchentwicklung. Gar nichts. Ein bisschen, vielleicht ja, minimal. Wenig. Okay, das war vielleicht nur eine Zelle. Ich hau nochmal durch die anderen. Jetzt. Also mehr als Rauchentwicklung ist aber nicht. Also das zeigt, dass die aktuellen ja, Lipos die neuen, wie früher, ja, viel besser. Die ersten sind da so in Flammen aufgegangen. Keine ja. Rauchentwicklung. Wir warten, weil wir haben noch eine Zelle. Ja. Wir haben noch eine Zelle. So. Alle drei Zellen jetzt durch. Nichts passiert, Leute. Gar nichts. Absolut in Ordnung. Ja, das war's. Das war's. Wirklich unspektakulär. Also LC-Akkus sind problemlos. Von Diamond. Jo. Alter.